Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Elektrotechnik. Dieses Mal sprechen wir über Schutzeinrichtungen. Wir schützen uns vor der Elektrik. Warum? Schauen wir sie jetzt einmal ein bisschen kurz an. Ja. Wenn wir nämlich die Leistungen, ich meine, Elektrik kommt zu jeder Steckdose. Ja. Weiß ja jedes Kind, Steckdosen gefährlich, greifen wir nicht hin. Da kommt die Leistung raus. Schauen wir uns kurz an, was das bedeutet, diese Leistung. Okay, wie viel Leistung haben wir denn so? Schreiben wir auf elektrischer Schutz. Wenn wir uns jetzt Wien anschauen, die haben wir das angeschaut für Wien 2019, hat es in Wien einen Energiebedarf gegeben von elektrischer Leistung von ungefähr 8400 Gigawattstunden. Okay? Also in Wien Gigawattstunden elektrische Energie. Ja? Elektrische Energie sind da verbraucht worden, das sind ungefähr 23% der Gesamtenergie. Ja, der Rest ist Gas, Treibstoffe und so weiter. Ja. Elektrisch. Und jetzt schauen wir uns das an. Ja, 8400 Gigawattstunden Energie. Taschenrechner, rechnen wir aus, 8400 Gigawattstunden und jetzt dividieren wir durch 365,25 Tage pro Jahr haben wir in etwa, ja, Schaltjahre und so weiter, mal 24 Stunden sind 958 Megawatt, ja, 958 Megawatt. Sagen wir 950 Megawatt. Wollen wir mal nicht so sein. Ja? 950 Megawatt Leistung ist da im Betrieb. Ja? Also 950 Millionen Watt. Sagen wir, in Wien leben 2 Millionen Leute. Jetzt mache ich das ist natürlich eine super Rechnung. Das sind 475 Watt pro Einwohner. Im Durchschnitt die ganze Zeit, jedes Kleinkind, jeder Kreis, alle Leute im Schnitt 475 Watt. Ja, Verbrauch. Wann? In Wien zumindest. Ja. Irgendwo anders wird es nicht groß anders sein. Ja. Also, das ist die Energiemenge, die elektrisch so verteilt wird, die in allen Stromleitungen, überall wie Nervensysteme irgendwo hin, ja, von richtig dicken aortamäßigen Transporten bis dünnen, feinen Adern, die das irgendwo da drin verteilen. Ja, in irgendwelchen elektronischen Geräten. 475 Watt pro Einwohner. Ja, was ist jetzt da im Durchschnitt? Ein normales Einfamilienhaus. Ja, normales Einfamilienhaus. Wird immer ein bisschen mehr, weil sagen wir ungefähr 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Das sind wie immer Werte pro Jahr. Auch elektrisch. Es ist ja auch logisch, nicht? Es ist auch logisch, dass wir die Elektrizität so gut einsetzen, weil sie hilft uns ja unentwegt. Unentwegt der Kühlschrank, die Waschmaschine, der Trockner, der Herd. Ja, das ist ja nicht, das ist ja praktisch. Ja. Drei auf ist da. Und wenn ich nicht auftrage, habe ich keine Verluste und nichts. Ja. Also, es hat schon Sinn. Wir sehen, es sind durchaus respektable Leistungen, die da irgendwie verwendet werden. Ja.
und wo durchaus respektable Leistungen sind, kann diese Leistung nicht nur zum Guten, sagen wir mal, angewandt werden, sondern auch zum Bösen. Natürlich wird sie zum Bösen normalerweise nicht angewandt, sondern es passiert halt was, ja? Da ist ein Unfall. Ja? Und eine Technologie, die diese Arbeitsfähigkeit hat, die ohne Schutz zu betreiben, das wäre Wahnsinn. Wahnsinn! Wir müssen uns also vor den Gefahren des elektrischen Stromes schützen. Es ist nämlich nicht so, dass wir da Rezeptoren hätten. Wir sehen Strom nicht. Ein Stück Draht schaut unter Spannung genauso aus, wie wenn da keine Spannung drauf ist. Wir haben keine Rezeptoren und wir sind aber sehr gefährdet, weil unser Körper das nicht mehr sehr aushält. Und auch diese großen Energien können zerstörerisch wirken, da entzünden sie dann Feuer und alles Mögliche. Deswegen ist elektrischer Schutz notwendig. Und deswegen sprechen wir auch darüber. In diesem Einführungsvideo. Und wir wollen jetzt einmal unterscheiden, was gibt's für elektrische Schutzmaßnahmen? Nun, auf der einen Seite gibt es Anlagenschutz. Okay? Anlagenschutz. Der Anlagenschutz schützt elektrische Anlagen vor Beschädigung, durch den elektrischen Strom. Schützt. Vor Beschädigung und Zerstörung schreibe. Also da geht es eigentlich darum, meine Anlage zu schützen, dass die nicht hieß. Ja? Stecke ich in der defektes Gerät an, stecke ich an, darf nicht das ganze Haus anbrennen. Ja? Darf nicht meine ganze Elektroinstallation in Mitleidenschaft gezogen werden, weil da Rasierapparat einen Fehler hat. Klar, muss ein gewisser Anlagenschutz herrschen, dass ich halt auch im Fehlerfall zumindest sicher abschalten kann. Dass nichts weiter zerstört wird. Das ist Anlagenschutz. Und weil unser Körper oder eigentlich jedes lebende Ding relativ empfindlich ist auf elektrische Ströme und weil wir da auch keine Sinnesorgane haben, wie ich soeben haben wir keine Sinnesorgane und es ist relativ gefährlich. Also ein großer Teil davon ist auch Personenschutz. Okay? Personenschutz. Elektrischer Personenschutz. Nicht die Herren mit der dunklen Sonnenbrille, sondern elektrischer Personenschutz. Hier schützen wir Personen vor den Auswirkungen des elektrischen Stroms. Ja. Schützt Personen und Lebewesen und andere Lebewesen natürlich, weil Personen sind auch Lebewesen vor den gefährlichen Auswirkungen, schreibe ich. Des elektrischen Stroms. Das ist das Ziel, okay? Personenschutz. Eigentlich wäre das Ziel, dass wir die Leistung überall massiv zur Verfügung haben, ja? Und der Personenschutz so ausgelegt ist, dass es nicht einmal einer Fliege etwas zuleide tut. Nun, es ist ein Balanceakt, es wird uns nicht gelingen. Ja? Leute sterben nach wie vor am Strom. Aber was man alles tun kann und wieso, werden wir hören. Ja? Am Anfang beschäftigen wir uns jedoch mit dem Anlagenschutz. Okay? Anlagenschutz ist relativ einfach zu schützen, weil elektrische Anlage hält schon mehr aus wie in der Körper. Ja?
Deswegen schauen wir uns jetzt erst den Anlagenschutz an, was kann man hier alles machen, um eben im Fehlerfall die Anlage zu schützen, und dann schauen wir uns den Personenschutz an. Übrigens, die Sache, die was wirklich gefährlich ist bei den meisten Sachen, ist der Strom. Ja? Man muss, das gilt beim Personenschutz und beim Anlagenschutz, man muss schauen, dass man den Strom irgendwie begrenzt. Spannung ist eher weniger Thema. Spannung ist nur, gibt nur die Möglichkeit, dass viel Strom rinnt. Wenn aber nicht viel Strom kommt, ist das Spannung eigentlich egal. Ja? Umbringen oder irgendwas anzünden tut der Strom auch noch für sich. Gut. Sommer, das war's für die Einführung. Also, elektrischer Schutz notwendig, große Leistungen. Es gibt zwei Sachen, Anlagenschutz und Personenschutz. Nächstes Video, Anlagenschutz. Okay? Wir schauen uns an, was gibt's da für Definitionen überhaupt? Okay? Was bedeuten diese ganzen Sachen oder diese ganzen Namen, die in dem ganzen Schutzzeug, Schutzthematik so verwendet werden? Ja? Werden Sie das nächste Mal ein bisschen anschauen. Was gibt's da für Werte, oder wozu gehört der Anlagenschutz, eine kleine Einführung, und was gibt's dort für große oder für Namen, die so verwendet werden? Welches Vokabular? Nächstes Mal Vokabeltraining für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.